So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Patricia 4. So, so langsam aber sicher müssen wir mal ein bisschen mehr auf unser Geld achten. Wir haben mittlerweile relativ viele Ausgaben, das ist nicht ganz so geil. So, hier können wir noch mal ein klein bisschen was an Steinen mitnehmen. Honig können wir auch noch mal ein klein bisschen was mitnehmen. Bisschen was an Käse. Ich hatte in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch mal den einen oder anderen Punkt schnell noch mal fertig kriegen. So, da haben wir noch mal Geld reinbekommen. Sehr gut. 7% brauchen wir aktuell. Leider Gottes haben wir nicht genau die Waren dabei gehabt, die wir großartig jetzt hier gebraucht hätten. Holz und Steine. Getreide. 3% bräuchten wir halt aktuell noch. So, noch ein Auftrag abgeschlossen. Sehr gut. So, hier haben wir ein bisschen Holz. Getreide haben wir leider nicht. Met können wir noch mal mitnehmen. Stockfisch können wir ruhig noch ein klein bisschen einkaufen. So, dann gucken wir mal. Mit einem kleinen bisschen Glück reicht es für Rivalen. Dann haben wir noch mal einen zweiten alternativen Handelsplatz für Felle. Ja, ich denke, das sollte reichen. Ja, sehr gut. So, haben wir nochmal 70.000 investiert. Das war jetzt nicht unmittelbar wichtig, aber wie ich immer so schön sage, lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. So. Okay, den Rest brauchen wir, denke ich, nicht. Stockfisch können wir nochmal hier lassen. So, und da müssen wir mal gucken, dass wir unseren Laderaum voll kriegen. Ich sagte, wir müssen jetzt unbedingt gucken, dass wir genügend Holz mitnehmen und genügend Ziegel und dann gucken, dass wir den Auftrag für die Hanse fertig bekommen. So, hier werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was los. Es wird halt jetzt arsch schwierig, ne? Wir müssen halt, wie gesagt, noch mal einmal, ich glaube, 60 Ruf zusammenbekommen, um den letzten Konto errichten zu können. Das wird jetzt noch mal eine kleine Herausforderung. Wie gesagt, da werden wir jetzt keine großartige Stadt nehmen, die wir noch irgendwie zur Produktion bräuchten. Da werden wir einfach mal ganz schnell irgendeine Stadt nehmen, damit wir das voll kriegen. Ja, 60%. Aber es ist halt arschteuer mittlerweile, ne? 600.000 für den nächsten Ruf. Oh, hier ist ein Pirat. Oh, hier ist wieder ein Pirat. Naja, das einzige Gute ist, wir kriegen unser letztes Schiff damit zusammen. Wir dürften damit unser letztes Schiff zusammenbekommen. Haben wir natürlich das Geschwindigkeitsproblem. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen das Geschwindigkeitsproblem. Muss man schnell die Segel runterkriegen, das kriegen wir Probleme.
haben wir unser altbekanntes Problem mit der Schnigge wieder, ne? Jetzt haben wir unser altbewährtes Problem mit der Schnigge wieder. Okay. Mir scheint, die Schiffe sind ein bisschen verbuggt da oben. Nutzen wir die Gelegenheit gleich mal. Nutz mal die Gelegenheit mal, dass die Schiffe da oben gerade ein bisschen verbuggt sind. Oh. Das hätte ich wahrscheinlich nicht zu laut sagen sollen. Naja, ein bisschen Fehlern mussten wir diese Schlacht lassen, aber ist noch im Rahmen. Ist noch im Rahmen. Und ja, ich weiß, dass ich gerade Streumunition nehme. Aber ich habe Angst, dass ich das Schiff zu dolle beschädige, bis es kapituliert. Ja. Sehr schön. Damit haben wir unser letztes Schiff zumindest schon mal. Das war doch schon mal ganz gut. Tja, ich glaube, fast am einfachsten wäre es natürlich, eine ganz kleine Stadt nochmal zu erobern. Oder besser gesagt, anzufahren. Denn da dürften wir natürlich mit relativ wenig Wareneinsatz relativ schnell dementsprechend den Ruf hochbekommen. Müssten wir uns vielleicht Groningen aussuchen. Die Stadt ist ja relativ runtergewirtschaftet. Müssten wir uns vielleicht Groningen schnappen. So. Hier haben wir noch mal einiges los. Ja, Holz bräuchte man rein theoretisch gar nicht kaufen, ne? Das produzieren wir ja selber. So. Fleisch haben wir eigentlich auch genügend. Käse können wir noch mal mitnehmen. So. Dann fahren wir noch mal nach Oslo. Gerade musste ich einen Betrieb abreißen, da er nicht mehr rentabel war. Das habe ich nur euch zu verdanken. Okay. Wir haben hier keine Betriebe, also normalerweise dürften wir hier keine Probleme gemacht haben. Wundert mich gerade so ein bisschen. Oh. Okay. Das hat sich ja mal gerade sehr gelohnt. Warum auch immer Metalle hier gerade so günstig sind, oh. Kann man da natürlich ganz freundlich und großherzig mal zugreifen.
So, wunderbar. So, dann würde ich fast sagen, wir werden uns auf direktem Wege mal nach Groningen bewegen. Ja, Betriebe hat man hier noch keine. Ja, ich denke mal, mit Groningen dürften wir es am mit Brügge meine ich, mit Brügge dürften wir es am einfachsten haben. Die Stadt hat kaum Versorgung. So, der Pirat hat sich auch wieder verdrückt vor London. Wenn er rein theoretisch hier noch ein bisschen was an Honig mitnehmen, ne? Genau, da dürfte man nämlich eh genügend haben. So, naja, gut, Wein dürfte man auch genügend haben. Oh. Teil einer Schatzkarte. Hm, schön. Versteck von Holgersohn wurde entdeckt. Oh, das ist gut. Das X haben wir leider immer noch nicht. Ne? So, dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Ja, wobei, so wirklich viel Ruf machen wir hier nicht gerade. Ne? Wundert mich gerade so ein bisschen. Wir machen nicht so viel Ruf, wie ich eigentlich gedacht hatte. Muss ich gerade staunen. Kleidungsstoff, Werkzeug und Salz. Steine könnte man noch hier brauchen. Hm. Muss ich gestehen, hätte ich gerade ein bisschen mit mehr gerechnet. So, Honig konnten die auch nicht gebrauchen. Das wundert mich auch ein bisschen. So, Stoff müssten wir auch genügend haben. Hm. Zeit, dass wir hier wieder ein bisschen Geschäfte machen. So, Stoff. Stoff können wir auch wieder alles einlagern. Ziegel nehmen wir auch mal mit. Ist aber auch unwahrscheinlich, wie schnell wir hier wieder auf maximale Auslastung sind hier, ne? 44. Puh. Tja, so wirklich weiter kommen wir mit dem Ruf hier aber auch nicht, ne? 60. Wir können ja mal gucken, wie weit wir kommen, wenn wir die Kirche oder der Kirche ein bisschen was spenden. Spenden. Ja, das ist halt immer bis 1%, ne? Was brauchen die noch dringend? Salz. Salz, Bier und Kleidung. Salz, Bier und Kleidung. Na gut, Kleidung dürfen wir hier oben kriegen. Kleidung sollte man hier oben ganz gut bekommen, denke ich. So, Stoff. Hm. Ist natürlich so ein bisschen problematisch jetzt, ne? Bier brauchen wir auf jeden Fall noch. Bier dürfte man Hamburg und Bremen kriegen.
Sehr gut. Damit ist ein Konto schon mal durch. So, es wird tatsächlich ein klein bisschen komplizierter, als ich dachte. Hm? Ja, wobei Kleidung braucht man, glaube ich, ne? Wein brauchen wir nicht. So, Bier müssen wir auf jeden Fall wieder organisieren. So. Nächstes können wir dann auf jeden Fall mal gucken, dass wir den oder das Piratenversteck vielleicht wieder auslöschen. Das dürfte unseren letzten Auftrag dann nämlich freischalten. So, Bier. Wein können wir wieder abladen. Sehr gut. So, dann müssen wir mal gucken. Es müsste jetzt rein theoretisch schon reichen. Bier brauchen die nämlich sowieso gerade. So, hat dir reicht, sehr gut. Hat gereicht. So. Das Recht, Waren zu produzieren. Naja, hier ist nichts, was wir unbedingt bräuchten. So, wir brauchen angeblich immer noch zwei Kontore. Okay, dann scheint er gar nicht gezählt zu haben. Jetzt gebt ihr auch noch ein Kontor in Auftrag. Ich kam hier auch ohne euch sehr gut zurecht, müsst ihr wissen. Hm. Müssen wir mal gucken, ob das Bug ist oder ob das wirklich noch zwei sind, die wir brauchen. Anscheinend brauchen wir doch noch einen. Anscheinend brauchen wir mittlerweile doch noch einen weiteren Konvoi. So, wir müssen mal gucken. Wir hatten in Harlem, glaube ich, noch. So, das habt ihr nun davon. Glaube ich das? Die Sau hat mir einfach mal Waren zerstört gerade. So. Kaufen wir erstmal alles. Ja, das Gute ist, unsere Warenlager quillen sowieso schon wieder massiv über. Kann uns das jetzt erstmal einigermaßen egal sein, dass der uns da ein paar Waren zerstört hat. Auf die kommt es jetzt auch nicht mehr an. So, wir werden unseren Konvoi direkt nochmal reparieren. Und so langsam aber sicher müssen wir unbedingt mal wieder an Geld rankommen. So. So, jetzt werden wir mal gucken, dass wir die ganzen Schiffe hier noch mit reinnehmen. Und dann machen wir mal eine zweite Handelsroute. Handelsroute. So, neue Handelsroute. So, da müssen wir mal gucken. Ich würde mal sagen, wir starten in Lübeck. Und fahren mal die Strecke hier ab.
So. So, meine Freunde, die Handelsroute werden wir mal in der nächsten Folge fertigstellen, denn wir sind schon mal bei 20 Minuten. Ihr kennt das Spielchen. Gerne wieder fleißig bewerten, fleißig kommentieren und gerne das Video teilen. Und dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge. Bis dahin, immer genügend Wind in den Segeln und ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.